Und es... Nee, hier stand Percy immer. So. Es sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, ganz wichtig, Sie kennen wahrscheinlich die Spielregeln. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, wählen Sie bitte nicht Ihren Favoriten, den Sie toll finden. Nicht diese Nummer wählen. Sie richten damit ein großes Unglück an. Also nicht die wählen, sondern den Sie nicht mögen. Den müssen Sie anrufen, ja? Jetzt direkt auch wieder rein ins Haus. Ja, ich glaub doch gar nicht. Ich wollte gerade sagen. Fünf runter alles klar. Also jetzt erst. Das kriegen wir schon hin. Jetzt müssen wir erst mal aufspannen. Ich muss alles erst mal checken hier. Wo bin ich überhaupt? Kein Plan, was am nächsten Tag passiert. Ich saß in meinem Zimmer rum, ob ich noch konnte Karten spielen. Wir hatten euch abgeholt. Thomas Anders? Nein, Charlie, ich bin dich aus mir ausgesucht. Knaddel? Ach man. Frauke Ludewig. Barbara Ehlichmann. Mein Name ist explizit. Genau. Jürgen und Slatko. Ja! Ich zeig dir von meinem Hund dann noch an. Oh, schön. Wie heißt das? Echt, Jürgen und Slatko verarscht jetzt. Wer hat noch bestimmt noch überrascht, dass ihr drin seid. Der war schon bei Katja. Katja Burkhardt. Und bei ihm? Die das 12 Uhr Magazin immer macht. Walter, wer hat denn der sich überrascht? Kennst du den? Mit dem Wiegard Boning. Wiegard Boning und das? Ja. Wer hat denn dich überrascht? Wer dich überrascht hat? Ja, Kai Böckle. Also, bei dir wer? Anscheinend nur gut aus dem letzten Container. Bei mir war es im Fitnessstudio. Ja, ich soll ja Vertretungsstunde geben. Und Dolly Buster. Nein! Ich war nicht da drin. Dolly Buster bei dir? Ich wollte das nur sagen, ja, keinen Auftritt richtig machen. Okay, Harry, wer war's denn bei dir? Und habt ihr Gemeinsamkeiten? Aber natürlich. Kerner war. Adrett bei dir. Aber war nur ganz kurz, habe ich gar nicht gesehen im Grunde. Nur. Dann war wieder weg. 5 Minuten, ne? Nicht mal, 4,5. 5 Minuten. Die waren voll im Stress, aber egal. Mach die Tür auf, oder krieg die Tür aufgemacht. No problem. Oh Gott! Disco oder was? Weil das war schon nachmittags. Ich hab die gar nicht erkannt erst. Und dann dachte ich aber, bereitest du? Was denn jetzt? Und dann nein, kam das alles. Und dann rumgehoben, völlig bekloppt, völlig zum Opfer. Die ganze Zeit rumgehoben. Ein bisschen untersetzt, oder? Nein, nein. Die sagt immer A, W oder S. Aber die ist ganz nett, also die war richtig nett. Obwohl, bei Dolly, ich glaube, dass die nett ist, aber also bei Dolly Buster wäre ich auch nicht drauf gekommen, muss ich echt sagen. Hätte ich auch ein bisschen länger überlegt. Nee, das habe ich schon erkannt. Bei mir war es der Horror. Ich hatte eine Woche Nachtdienst. Und das war der letzte. Also, ich habe nur 2 Stunden geschlafen und dann schellt's. Mein Hund hat voll gebellt. Also es war voll das Tohuwabohu, ich habe den erstmal weggesperrt und dann war nur so ein Rosenstrauß vor meinem Cookie. Und ich dachte so, Helge, ich dachte, es wäre mein Nachbar. Und dann so, ja, also Slatko drückte mir dann diesen Blumenstrauß in die Hand und dann, das ist ja, nie ja, aber ich weiß, ich lag im Bett, ich habe 2 Stunden geschlafen, wir haben mir noch eine Jogginghose über und irgendwie so ein rotes Top und Haare irgendwie so, ungeschminkt. Also das war, ja, Horror, echt. Ich muss mal überlegen, wie voll wir das wollen. Weil wenn wir noch ein Bett pennen wollen, müssen wir das gleich mal aufbauen. Ich will nur die Matratzen da reinschmeißen. Ach so, da ist nichts. Ja. Die Betten habe ich schon stehen sehen. Ja, aber stell mal vor, die Schäme, die ungeschminkt aus dem Bett gerade 2 Stunden geschlafen, nach einer Woche Nachtdienst. Das müssen wir mal sehen. Das ist das Doppelbett drin. Ja, ich glaube, das ist zusätzlich das Ehebett. Falls mal... Nee, Liebchen, hast du mal durchgezählt. Das ist nicht zusätzlich das Ehebett. Ja, klar. Ja, es gibt ein Doppelbett. Also wenn das so ist, dann müssen wir halt irgendwie, Hanka, wollen wir erst das Doppelbett nehmen und dann noch eine Woche tauschen? Wollen wir das so machen? Also wenn, es gibt wirklich für jeden, also in jedem Zimmer ist ein Doppelbett. Was heißt das? Was ist Doppelbett? Nein, also ein 100. Ja, so ein richtiges Ehebett. Ja, ein Ehebett. Eine Matratze. Und deswegen denke ich mir, dass wir das vielleicht wochenweise wechseln, weil es ist schon ein bisschen ungerecht, wenn einer irgendwie... Also ich möchte nicht im Doppelbett schlafen, da kann ich schon sagen, ich möchte nicht. Ich bin froh, wenn ich meinen kleinen Bereich habe und ein kleines Eckchen rein. Ja, ich hätte auch gerne Bescheid. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch also ich verzichte gerne. Angehen. Aber das hätte wahrscheinlich jeder gerne. Das auch egal. Nee, aber das Problem ist, dass das jeder gerne hätte. Nicht, dass ich ihn an den Arm nehme, weil ich das so gewohnt bin. Dass er dann morgens aufwacht und naja. Ja, aber wenn das einen trifft, dann wechseln wir halt. Oder wir knobeln halt. Denke ich so, ne? Weil das ist echt blöd, also ich möchte nicht mein Bett wechseln. Ich nehme, ihr könnt mir irgendeins geben, aber ich will das nicht wechseln, weil wenn ich mich einmal so eingelegen habe, dann brauche ich meine Kugel. Aber das ist ja ungerecht. Wenn du endlich wieder bei dir hier im Studio, endlich sehe ich dich auch mal wieder. Meine Güte, lass mich mal gesehen.
Ja, das war ein rührender Abschiedsfilm. Ich hatte das Vergnügen, die Damen und Herren ins Haus zu begleiten. Und ich glaube, die haben sich einiges zu sagen. Mit Sicherheit. Und wir werden auch dranbleiben, versprochen. Am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde, das Ganze bei RTL, Live-Bilder aus dem Haus. Dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Gleich werden wir beide uns noch unterhalten, unseren lieben Kollegen Linda de Mol und Bärbel Schäfer. Jetzt aber erstmal ein kleines Päuschen. Bis gleich. Zurück bei Big Brother, der Einzug. Linda de Mol, Bärbel Schäfer sitzen noch da, Alex ist auch dazugekommen. Ja. Wir haben den Einzug irgendwie verpasst, oder? Ehrlich, so. Wir haben ein bisschen getratscht. Wir sind nicht ins Haus. Gelästert habt ihr? Haben wir? Nee, ich weiß es nicht. Ein bisschen. Habt ihr? Bisschen. Nein, gelästert haben wir nicht, wir haben heiß diskutiert. Es gab viel zu diskutieren, ja. Was über den Haarschnitt haben wir diskutiert. Von wem? Von Daniela. Ja. Ist das ein Haarschnitt? Den haben wir uns gefragt. Es sieht ein bisschen aus, als ob sie so diese Hair Extensions hat. Und ich habe mich gefragt, wie das aussieht, wenn sie aus der Dusche kommt. Vielleicht kommt das ja beim Zuschauer an. Wir haben ja gerade eben gesagt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, liebe Zuschauer, zu nominieren. Die Telefonnummer haben wir auch genannt. Und es gibt natürlich jetzt schon den ersten Zwischenstand. Und das würden wir uns ganz gerne jetzt anschauen. Ja, da hat Batman werden ganz gepflegt die Flügel gestutzt. Genau, sehr gut. Oh mein, oh mein. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Der Nominator zieht einsam seine Kreise. Allerdings. Lass mal gucken, wer auf Platz 2 liegt eigentlich. Oh. Harry, wenn ich alles richtig sehe. Ist das Harry? Um Gottes Willen. Das rast ja ohne Ende. Können wir das? Es droht ein wenig langweilig gerade zu werden, aber vielleicht können wir das einfach mal so laufen lassen, wie es läuft, weil ich glaube, oh! Stopp, stopp! Alle 90. Da kriegt man erst satte 77,91% und ist das Klo auch noch besetzt. Manchmal kommt es knüppeldick im Leben. Das passiert, wenn man Alexandra küsst, ne? Ich wollte gerade sagen, mich wundert es nicht. Er hat mich nämlich, ich weiß nicht, ob Sie es eben gesehen haben, ich weiß nicht, ob die Kameras drauf waren. Auf jeden Fall bei dem Gang ins Haus nahm er mich in den Arm und drückte mich ganz fest an sich und seine dicken Lippen auf mein Lipgloss. Und ich war eigentlich eher gesagt nicht so begeistert und versuchte ihn dann wegzudrücken und er hielt mich fest und... Ich Nee, hab mich befreit, Batman, ist Batman hatte mich im Griff. Ja, ja, und das ist jetzt die Quittung. Batman, sorry. Ja. Bärbel, wir sind... Don't kiss a woman with lip gloss. In der letzten Staffel war es mal ganz interessant zu sehen. Die waren gerade raus, die Bewohner, die ehemaligen Bewohner. Dann waren sie bei dir in der Talkshow. Das war ja immer sehr interessant zu sehen. Genau, wir hatten eine Big Brother Sondersendung mit allen Kandidaten, die bis zu dem Zeitpunkt draußen waren. Es waren, glaube ich, 6 oder 7 und die war enorm erfolgreich und hatte irgendwie die höchste Quote. Und wir machen das, setzen das jetzt fort. Du bist ja hier am Wochenende im Einsatz, ne? Zusammen mit Alexandra. Und wir haben uns gedacht, wir machen Big Brother Daytime und das Ganze live. 5-mal. Und die erste wird sein am 4. Oktober. 4. Oktober. Mit Christian. Mit Christian. Dann werde ich natürlich noch mal fragen, wie er das sieht, die Situation. Und, mit der Küsserei meinst du? Ja, genau. Würdest du dich gerne von ihm küssen Nein, lassen? Nein, auf keinen Fall. Von wem würdest du dich denn gerne küssen lassen? Ich werde gut geküsst zur Zeit und ich habe keinen Bedarf nee, irgendwie von keinem Bedarf. Okay. Du lässt dich auch nicht auf offener Straße hier Nein. von Christian küssen. Das auf geht. Keinen Fall. Ich habe mich ja auch vehement gewehrt. Aber Batman hatte sein Schutzschild an und ich war irgendwie ein bisschen hilflos. Also, genau. Ging irgendwie nicht anders. Also all diese Dinge werden wir natürlich diskutieren und das wird, glaube ich, sehr spannend werden. Man hat ja relativ spontan Sympathie für die ein oder andere Person. Ja. Ich hoffe nicht, dass ich damit die Zuschauer beeinflusse, aber das ist nicht mein Wille. Aber durch die räumliche Nähe schlägt mein Herz ein wenig für Harry. Ne? Norddeutscher. So ist es. Ja,
Da sagt man einmal das, was man denkt, und da wird man gleich zurückgepfiffen. Halt dich zurück, nimm nicht so viel Stellung. Das sagt der kleine Mann im Ohr. Ist natürlich auch richtig. Also bitte, nicht nach Olli richten. Wie gesagt, das liegt nur daran, ich komme aus Hamburg, Harry aus Schleswig-Holstein und der Hamburger genauso schön wie ich. Wir fragen lieber die unparteiischen Kollegen. Also wen findet ihr denn am nettesten so vom ersten Eindruck her? Ich meine, das wird man erst in ein paar Wochen sehen oder ein paar Tagen. Auch den Harry, aber die Ebru gefällt mir auch gut. Ich komme aus Bremen, mir gefällt auch Harry. Und ich finde, Karim und Stefanie machen irgendwie schon ein nettes Paar da auf dem Sofa. Ne? Ja, die passen farblich auch gut zusammen, wie ich finde. Auf jeden Fall. Also wir werden sehen. Ich glaube, es wird ja einige Extremsituationen auch geben für die Kandidaten. Da ist ja einiges ein bisschen verschärft worden. Und von daher, glaube ich, muss man auch erst mal sehen, wie man sich der Kandidat oder die Kandidatin auch so menschlich verhält. Aber ich denke, einfach mit diesen verschärften Regeln zeigt sich den wahren Charakter ein bisschen früher als im vergangenen Jahr. Ja, das glaube ich auch. Deswegen haben wir es ja auch extra gemacht. Und wenn Sie jetzt der Meinung sind, als Beispiel, der Christian bräuchte eigentlich mindestens 80%, so wie der sich benimmt. Oder vielleicht ist es zu hart. Sie können jetzt nach wie vor anrufen. Zeig mir dein Gesicht, zeig mir, wer du wirklich bist. Ja, willkommen zurück. Sie haben gesehen, was Sie gewinnen können. Und Sie können ja auch was Gutes tun, zum Beispiel Batman retten. Ist ja relativ einfach eigentlich. Wir sind schon fast am Ende der Sendung angelangt. Zumindest was diesen Teil betrifft. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei euch beiden bedanken. Alles Gute für morgen wünschen. Aber bei euch muss man sich keine Gedanken machen. Morgen schon nach. Dankeschön. Schönen Dank, dass ihr beide da wart. Und jetzt, meine Damen und Herren, so ein Tag ist immer schnell vorüber. Aber jetzt haben Sie die Gelegenheit, tatsächlich noch 30 Minuten lang diese Kandidaten, die wir gerade eben haben einziehen lassen, zu beobachten. Alles in Ruhe. Legen Sie die Füße auf den Tisch und genießen Sie. Ich hätte wirklich gedacht, ich komme sowieso rein. Den meinte ich eben. Genau, den meinte ich. Das habe ich eben gesagt, dass er reinkommt. Ich war auffällig sicher. Ich habe gedacht, den, also wenn der, das wäre ja schrecklich gewesen. Ich war völlig sicher, dass der reinkommt. Weil der hat wirklich immer. Also so viel Selbstvertrauen, ich das beurteilen kann. Ganz, aber der war ja ganz schön. Ja, aber der war von sich überzeugt. Makellos. Schöner Body. Ja, genau. So kann man sich durchschieben. Nö, das ist ja. Nö, weißt du, ich habe den ganzen Tag heute so schwer gearbeitet. Also ich bin so fertig wirklich. Es war auch so aufregend heute. Es ist so viel passiert heute. Wir haben alle Wein mitgebracht, aber sollen wir das heute köpfen? Nee, aber im Kühlschrank schon. Bis ich gehört habe von Rainer Lock, dass ich Showauftritt habe, wusste ich gar nichts. Ich sage, nein, really. Ja, halt bei dem Oliver Geissen, das wusste ich alles gar nicht. Ich dachte, ich komme auf die Bühne, sag Hallo und ja, ging auch. Aber trotzdem, du weißt ja nicht die Ungewissheit, was dich erwartet da. Das war schon wie Platz. Live jetzt eben, ja. Peinlich. Das war so, du wurdest da so durchgeschossen. Also so, ja. Ja, ja, da war ich. Ich konnte mit den Fragen auch nicht anfangen. Doofe Frage gestellt. Ja, ich meine, er kann auch nicht sagen, kann man einfach nur sagen, er kriegt dann so ein Profil von dir und sagt, hey, frag Manka. Licht hatte aber das kaufe ich ohne rote Strähne. Was kaufst du dir für Geld? Es ging um meine Turnschuhe. Diese Tomaten, Lebensmittel. Was willst du sagen? Ich habe mich in dieser einen Woche zum extremen Halma-Spieler entwickelt, wirklich. Also ich habe so viel Halma gespielt, mein ganzes Leben habe ich Halma und Rommi gespielt. Hey, bei uns, du konntest da reinschauen, die Glasscheiben davor. Ja. Die waren so intelligent, du hast ja auch diese Scheiben, wo du von innen nach außen gucken kannst, die haben das verkehrt. Das mal hier ganz in Ruhe. Das kann man aber reden. Aber ganz langsam. Du kennst mich doch, ne? Ich bin der Langsame. So. Ganz langsam. Ich könnte auch hier schlagen. Nee, ich muss mich auch mal akklimatisieren. Sag mal, wann schalten die das Licht irgendwann aus? Oder wie wird das? Das bleiben sie mal an. Beim Schlafen. Ich muss ehrlich sagen, also ich finde es so schön. Ich fand es auch schlimmer. Ich bin sehr positiv. Also heute hatte ich ja gerade sowieso Gruselangst, aber jetzt ist es okay. Ja, ich bin der Frank. Also, ich meine, wir sind noch viele, aber... Kann ich das? Ja. Ich habe mir das kleiner vorgestellt. Na, warte erst mal ab. Warte erst mal ab. Ja, bleib mal da, wo du bist. Aber das ist doch schöner Lachs hier. Es könnte sein... Du, das ist aber besser. Die anderen haben das so ein gelbes Kinn. Ich glaube, das ist, damit bin ich depressiv werden im Winter. Ja, das ist halt in der Max. Ja, ich glaube, aber das ist ja auch so psychologisch. Also so blau stimmt ja immer ganz freundlich. Scheiße, nein. Welche Marke? Hör doch mal auf, du weißt doch, dass das eine No-Marke ist, okay? Das wurde mir halt gesagt, eine No-Marke. Was ist denn eine No-Marke? Eine No-Marke ist eine Marke, die du nicht nennst. Die habe ich mir selber genäht und ich bin sehr stolz. Was denn, die Hose oder die Jacke? Er hat mich gefragt, welche Marke meine Marke ist. Eine No-Marke.
Schreib mir nur mal schnell hier. Hör doch. Bist du? Ja. Konzept steht drauf. Ja, Konzept, genau. Das ist so eine alte Magdeburger Formel. Das ist unser Trendy-Häschen. Ich weiß nicht, ob ich die Randgruppe Trendy-Häschen bin, glaube ich nicht. Aber ihr werdet merken, welche Randgruppe. Stempel dich doch nicht freiwillig zur Randgruppe. Na, wieso? Warum denn nicht? Dann raus. Wir sind nur Randgruppen. Tom, haben Sie uns ausgewählt? Irgendwie ne, alle total paranoid oder sowas. Kamerascheu. Ja, wir kriechen und wir hechten uns hier immer noch von Couch zu Couch. Ich habe so viel Hallmann gespielt. Meine Security-Frau hat dann immer schon das Bedürfnis gehabt, wenn sie ins Bad gehen will, dass sie irgendwo drüber springen müsste. Sonst kann sie nicht ins Bad kommen. Ja? Toll. Ja, das war wieder so eine Geschichte. Das war wieder so eine Geschichte, wo du lachen solltest. Ja, ich habe ja gelacht. Unser Haus hier. Unser Haus hier geworden. Ja, aber das war echt für mich ein Schock. Da kamen die dann nachts um 10 bei mir ins Hotel. Aus, Fernseher ausmachen, der ja, muss jetzt hier. Stark. Ich hab erst mal gedacht, das wäre so ein Gag von denen, weißt du. Und aus, alles. Ja, ich war ja froh, dass ich mein Telefon behalte. Das war das erste Mal, aber am nächsten Tag war es dann weg. Und jetzt, ich hab auch Glied. Na, hast du es nie gehört? Das ist aber super, ich konnte nicht Radio hören. Also ich bin scheiße Harry Potter gelesen. Ich war absolut Oberarme überhaupt. Du hattest so einen strengen. Nein, ich hatte, wie gesagt, irgendwie... Das war irgendwann raus. Das war überall bekannt am Dienstag schon. Deswegen hatte ich irgendwie, glaube ich, Sicherheitsstufe rot. Und du durftest gar nichts. Und ich durfte rot, gar nichts. Rot, doppelrot? Ich durfte erstmal, ja genau. Ich durfte erstmal gar nichts. Ich war also 48 Stunden nur auf dem Hotelzimmer. Dann haben sie mich umquartiert. Und also das war so, oh, das war Teamzimmer war auch erst toll. Man konnte zwar super rausgucken, aber irgendwann war ein Baugeländer vor, dass man nämlich gar nicht sehen konnte. Super laut, ne? Also super laut. Dann musste ich ja ins Hotel nach Bonn und dort konnte ich dann Peti mitnehmen. Zurück bei Big Brother, der Einzug. Die Hausbewohner inspizieren gerade alles Mögliche, das Wohnzimmer, die Getränke natürlich. Und ich habe gesehen, Jörg. Der unterhält sich ja gerade ganz brav mit Hanka und ist, glaube ich, schon wieder ein bisschen besser gelaunt, weil vorhin beim Abschied, als ich ihn dann so in die Tür geschickt habe, da hatte er tatsächlich Tränen in den Augen. Hat mir ganz leid getan. Machte auch schon einen sehr gerührten Eindruck, als er hier vorne bei mir saß. Eben gerade aktuell noch gesehen, Harry am Hühnerstall. Wir hoffen, dass Harry tatsächlich die Regeln gelesen hat. Hühner dürfen nämlich nicht geschlachtet oder verzehrt werden. Aber ich denke mal, er hat's gelesen. Wir machen ein kleines Päuschen und sind aber auch gleich wieder dann mit den Live-Bildern aus dem Haus für Sie da. Bis gleich. Angeblich bei uns? So, schauen wir mal. Sie? Die haben uns schon reingelegt. Das ist so eine Seite. Ich will die behalten. Den beschreibe ich nicht. Das ist wie so schade. Und wenn, dann kommt mir ein Wasser und löst. Das ist echt so schön. Ich habe dann auch gesagt, man soll ja auch ein bisschen fit sein. Und wenn du dann, ich meine, so das Heimatspiel war ja schon, also es hielt sich auch in Grenzen so, das Erlebnisbereich. Also mal ganz vorsichtig. Und dann immer noch mit Brille und Kopfhörern und dann, und hier kommt die Hanka. Hier steht durch den Nebel und bin nochmal in die Kamera und bin dann nochmal rein. Dein Lebensmotto ist, ich hab Hunger, ich brauche Lebensmittel. Ich bin der Ärztin und mich haben sie nur, weißt du? Ärztin? Ja. Was für ein bisschen für eine Ärztin? Anästhesisten, also für Narkose, Notfall, Intensivmedizin. Ist das schön? Ist das eigentlich schön? Ich werde dich auch so in den Schlaf singen. Nein, aber es heißt, ich komme raus und das Erste so, oh, ich habe gedacht, du kommst in Grün. Weißt du, weil ich jetzt in Rot angefangen habe. Eine Tube? Wie lange soll die reichen? Rot und Schwarz. Ja, Zucker. Ja, ja, ja. Und, ja, und Kaki mag ich auch noch ganz gerne so. Also, okay. Aber Rot und Schwarz. Ja, das sieht man bei dir auch. Ja, und, ja aber Jeans und so mag ich auch. Die habe ich mir extra gekauft. Die ist geil. Die ist wunderschön. Ja, die ist ganz abnur. Die ist nicht wie so eine ganz normale Jeansjacke. Ja, das doch nicht. Ich doch sie mitnehmen. Nein, aber das war irgendwie, ich war angespannt. Also wirklich, bei 14 Stunden habe ich auch gesagt, das ist ja wirklich wie eine Hundehütte hier. Das ist wirklich, und ich dachte immer, das kriegen wir auch hin. Nein, aber klar. Also du hast, was hast du für eine Sonderregelung gekriegt? Kamen wir rein, Kindchen. 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 Dann sagen wir es Kim. Ich wollte wissen, welche Sonderregelung hast du denn gekriegt? Sie durfte das und das mitbringen, er durfte eine Tube Hagel mitnehmen, ich durfte Nikotinpflaster mitnehmen. Also ich sag euch jetzt mal, was ich mitgebracht habe, weil ihr es dann
irgendwie kursierte ja immer das Gerücht, es gibt einen Whirlpool, ne? Und ja, dann habe ich irgendwann, also eine Blubberblase. Und dann habe ich als Medizinerin habe dann gedacht, nimm's mal für alle Mädels, die sich eine Pilzinfektion holen, holst du mal eine Turbokanne Steen. Aber die, ne? Jungs ja vielleicht auch. Mit. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gleich gesagt, also, und sie so, was ist das? Was hast du für einen Test? Ich nehme das am besten mit, damit ihr nicht gleich sechs Gynäkologen dahin bestellen müsst. Und sie so, okay, ja, nimmst du mit, gesagt, das ist nett. Wir haben einen Tisch. Ich bin die Erste. Also von daher, ich hoffe es zumindest. Was habe ich denn sonst noch? Ich habe noch Salz und Pfeffer, ein paar Tütchen aus dem Hotel. Das ist echt knatsch. Dann Babybells. Ich war viel zu brav, ey. So scheiße. Nee, alles versuchen. Ich habe gedacht, die können es mir immer noch abnehmen. Das machen sie. Ja, in nicht im gleichen. Drei waren wir in Bonn. Du warst in der 3-3-3. Da warst du in der 4-2-3. Hab ich dich im Fahrstuhl gesehen, als du. Das habe ich so gedacht. Ich habe mir so gedacht, das war komisch, zu spät. Und so. Aber ich hatte keine Zeit zum Rückgucken, weil dann hat Norbert wieder. Das Beste war ja, wir haben uns immer einen Kasten. Also, ihr wart mit dem Kasten. Da können Sie mal sehen, wie wichtig es ist, eine Ärztin im Haus zu haben. So ist das. Ne? Jetzt denkt man macht ein bisschen Urlaub, vielleicht 106 Tage, Whirlpool. Die Ärztin denkt mit und sagt, Pilzinfektion, vorsichtshalber. Das ist doch wunderbar. Ja, da denkt wenigstens jemand mit, das ist auch gut so. Sie können immer noch entscheiden, sollen Batman die Flügel gestutzt werden oder ist Harry der große Gewinner oder Verlierer? Zeig mir dein Gesicht. So, das war's mit Big Brother. Der Einzug ist erfolgreich abgeschlossen. Wir hoffen natürlich, es hat Ihnen sehr gefallen. Mir auf jeden Fall mit Olli. Ich könnte das jeden Tag machen mit dir. Morgen erfahren Sie mehr über unsere Bewohner und zwar bei Big Brother Family and Friends. 5:05 bis 5:45 abends bei RTL. Und zwar haben wir da die Freunde und Verwandten live und direkt. Und Alex, die moderiert das nämlich. Genau. Obendrein stimmt, mehr von Big Brother im Pay-TV, bei Single TV und morgen Abend bei Riddle 2. Das wissen Sie natürlich. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Schönen Dank hier im Studio. Kommen Sie gut nach Hause! Ich vergesse es. Ich habe das nie gelesen. Ich auch nicht. Okay, weil die Claudia hat gesagt, das ist hier drin nicht. Zigaretten habe ich kurz eingegeben. Hier muss unser Bettzeug sein. Super. Ihr habt es falsch. Nee, da ist überhaupt gar keine Markierung dran, ihr Pappnasen. Ich Freundschaften fürs Leben. Hallo? Ich mag deine Hunde nicht so.